Darkhaven wird sich weigern. Ich habe diesen Idioten Goran Vale auf den Stuhl des Prinzen gesetzt, aber die anderen Familien erkennen ihn nicht an. Ich muss ihn mit Flora verheiraten und unsere Position stärken. Aber ich brauche mehr Macht. Ich habe euch schon viel gegeben. Euer Verlangen ist sehr umfassend. Ihr habt bereits eure Gatten und eure Kinder eingetauscht. Was habt ihr noch anzubieten? In der blühenden Rose sind 50 Silber der übliche Preis für eine Hure. Meine Dienstleistung fällt wohl kaum unter üblich. Wer ist das? Wer seid ihr? Wie seid ihr hierher gekommen? Sebastian! Ihr wart eine Freundin meiner Mutter. Wie konntet ihr sie ermorden? Welch hässliches Wort. Viel schöner ist doch das einzige Hindernis zwischen ihr und ihren Träumen entfernen. Es war eure Idee. Ich könnte solche Wünsche wecken, wenn ich wollte. Aber es ist viel einfacher, jene zu nähren, die bereits existieren. Der Wunsch nach Macht ist leicht zu finden. Ihr und euer Freund habt ihn auch, nicht wahr? Ihr wollt beide nach oben. Nicht, wenn ich dafür meine Familie verkaufen muss. Wie loyal waren denn eure Freunde? Jeder hat seinen Preis. Jeder will irgendetwas. Hört nicht auf sie. Oh, wie kann sich in einer so frommen Seele nur derart viel Ehrgeiz verstecken? Seid ihr etwa anders als meine Lady? Ihr erstrebt dasselbe Land, dieselbe Macht. Ich bin der rechtmäßige Erbe. Sie ist eine Thronräuberin und Mörderin. Ihr habt geschworen, auf weltliche Güter und Ansinnen zu verzichten. Aber das hat euch nicht davon abgehalten, sie weiterhin zu wollen. Ich will kein Wort mehr von euch hören. Zur Kirche zurückkehren. Ich muss für Lady Harrymans Seele beten. Lasst uns zur Kirche zurückkehren. Ich muss für... Sebastian, ich bin... Leidtune ist ein viel zu schwaches Wort. Wenn ich bedenke, wozu Mutter uns gebracht hat, wozu diese Kreaturen uns gebracht haben... Wir waren Freunde, Flora. Es wäre, als hätte sich eine Wolke auf mich herabgesenkt. Ich konnte nur fühlen oder denken, was der Dämon zugelassen hat. Hat eure Mutter den Angriff auf Sebastians Familie befohlen? Ja, das hat sie. Ihr kennt Mutter Sebastian. Sie war schon immer neidisch auf eure Eltern. Der Dämon hat dafür gesorgt, dass sie an nichts anderes mehr denken konnte. Sie war fest entschlossen, Starkhaven für sich selbst zu beanspruchen. War eure Mutter eine Magierin? Wie hat sie diesen Dämon gefunden? In unserer Familie gab es nie Magie. Vielleicht hat das Mutter zu selbstsicher gemacht. Sie dachte, sie könnte mit einem Dämon umgehen und würde ihm nicht zum Opfer fallen. Auf die Ruinen sind wir gestoßen, als wir das Haus erweitert haben.
Dort hat Mutter den Dämon gefunden. Ich glaube, sie hat den Handel abgeschlossen, noch bevor wir etwas davon erfuhren. Gebt nicht eurer Mutter die Schuld. Der Dämon der Wollust hat das bewirkt. Die meisten anderen werden wohl kaum so versöhnlich denken. Und wenn es die letzte Münze meiner Familie kostet, ich werde jedem, dem wir Leid zugefügt haben, eine Wiedergutmachung zahlen. Angefangen bei euch. Sebastian, wir waren nicht die Einzigen, die um Starkhaven gekämpft haben. Solltet ihr auf weiteren Widerstand stoßen, seid euch meiner Unterstützung gewiss. Das alles gleicht das Geschehene nicht aus. Nein, tut es nicht. Ich gebe Bescheid, falls ich euch brauche. Ihr habt also eine Gruppe von Sklaven befreit. Künftige Sklaven. Sie waren noch keine Sklaven. Dennoch habt ihr das Richtige getan. Viele würden sich einfach abwenden. Misst der Sache nicht so viel Bedeutung zu, in Ordnung? Es scheint mir zu dem Zeitpunkt lediglich eine gute Idee zu sein. War hier nicht irgendwo ein... Ich hatte gehofft, Gebete würden mich von der Berührung durch den Dämon der Wollust reinigen. Aber ich höre noch immer ganz deutlich diese Stimme, als hätte ich in einem Schmutz gebadet, der sich nie mehr von mir lösen wird. Ihr habt ehrenhaft gehandelt. Wofür schämt ihr euch? Der Dämon hat nicht gelogen. Ich war voller Neid auf meinen Bruder. Ich wollte Prinz sein. Jetzt ist alles mein, was er besaß, und er ist Asche. Ich frage mich ständig, will ich das alles, weil es das Richtige ist? Oder einfach nur, um etwas zu haben, wovon ich nie gedacht hätte, es jemals tatsächlich haben zu können? Seid ihr nicht der Erbe eurer Eltern? Ich bin der Jüngste von 3 Söhnen. Meine Eltern waren sehr traditionell. Sie wollten einen Erben und einen Ersatz und mich ließen sie im Regen stehen. Sie brachten mich zur Kirche, damit ich nicht mit meinen Brüdern in Konkurrenz treten konnte. Ihr scheint der Kirche sehr ergeben zu sein. Und doch wurdet ihr gegen euren Willen hingebracht? Zunächst schon, aber letztlich war es das Beste, was passieren konnte. Ich war ein wilder junger Kerl, eine Schande für meine Familie. Die Kirche hat mich zum Mann gemacht. Es ist schon seltsam. Als ich herrschen wollte, hätte ich es nicht gekonnt. Jetzt mag das anders sein, aber ich weiß nicht, ob es das Richtige wäre. Die Weisheit, Macht nicht zu wollen, ermöglicht den klugen Umgang damit. Ihr habt nicht gespürt, was der Dämon in mir aufgewühlt hat. Es kann nicht richtig sein, mit einem derartigen Zweifel im Herzen eine Armee gegen Starkhaven zu führen. Ich schulde euch mehr, als ich ausdrücken kann, Hawk. Ich biete euch hier meine Dienste an, bevor ich weiterziehe. Mir würde schon einiges einfallen, was ihr für mich tun könntet. Was? Weshalb lächelt ihr, als ob... Oh... Herrje, das ist... Das meinte ich nicht. Ich sollte jetzt beten. Viel.